Hallo meine Lieben, wir wünschen euch einen fabelhaften März. Ja, das ist unser Lesemonat Februar, alles was wir im Februar gelesen haben. Es war nicht ganz so gut, wie wir uns das erhofft haben. Insgesamt bist du, glaube ich, auf 10 Bücher und ich bin auf 8 gekommen. Kann das sein? 8 sind hier nur. Ja, du hast noch 2 E-Books. Also zwei. E-Books geliehen? Na, nicht E-Books, du hattest dir welche ausgeliehen, die wir jetzt einblenden müssen. Okay. Ja, ich war ungefähr bei 103 Seiten pro Tag, mal irgendwie bei 123 oder 131 Seiten pro Tag. Ihr seht, nur so wenig Seiten machen dann doch 2 Bücher aus. Ja, es war bei mir ganz gut bis durchschnittlich. Also es war ein okayer Lesemonat. Es war jetzt kein Lesemonat, bei dem ich sagen würde, jedes Buch ein Volltreffer. Bei dir? Auch nicht so. Aber nee. Mal hat ihr Jahreshighlight schon gefunden. Ja, naja, vorsichtig, ne? Ja, also bis jetzt. Wir wissen ja nicht, was da noch kommt. Aber sie hat schon mal einen heißen Anwärter. Ja. Sagen wir es so, sie hat einen heißen Anwärter für das Jahreshighlight. Ich verrate es euch. Es hat was mit magisch Begabten zu tun. Aber dazu kommen wir ja gleich noch im Laufe des Videos. Und der zweite Platz ist auch schon belegt. Also es ist, tut mir leid, ich könnte jetzt eigentlich fast aufhören zu lesen. Ist auch schon belegt? Ja. Seit wann? Seitdem ich mit der Reihe angefangen habe. Naja, egal. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Ja, wer hat es denn an mich abgezogen? Ich wusste nicht, dass das so im Kurs bei dir steht. Ja, also ihr wisst es, wir stellen diese Bücher ja immer in kürzlich gelesenen Videos vor. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht so intensiv über die Bücher reden. Wir versuchen mehr ein Gespräch zu entwickeln, was nicht immer ganz leicht sein wird. Und euch dann halt so an den Büchern teilhaben zu lassen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, worum es in einem Buch geht und wie es uns genau gefallen hat, findet ihr das in den kürzlich gelesenen und wir versuchen sie euch alle unten zu verlinken, alle Videos zu den einzelnen Büchern, damit ihr das ganz bequem ansteuern könnt. Ihr habt Zeitstempel unten in der Infobox, das heißt, ihr könnt springen. Ihr müsstet die zumindest haben, nicht, dass die Infobox platzt und wir dann doch keinen Platz haben für die Kapitel. Aber eigentlich könnt ihr von Buch zu Buch springen, falls es euch nicht interessiert oder ihr das schon so oft auf unserem Kanal geguckt habt. So, dann der Disclaimer. Das ist eine Dauerwerbesendung, weil wir hier Bücher vorstellen und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Es sind Rezensionsexemplare dabei. Die kriegen wir kostenlos vom Verlag gestellt. Müssen sie besprechen oder das ist gewünscht, dafür sind sie da, dass wir sie lesen und euch dann sagen, wie wir sie gefunden haben. Also nicht, dass wir dann sagen, hey, das war super gut und haben es nicht gelesen. Nein, wir sollen schon unsere ehrliche eigene Meinung dazu kundtun. Ja, und das andere ist, unten in der Infobox findet ihr auch Links zu Amazon. Wenn ihr über diese Links irgendetwas bestellt, bekommen wir Prozente, weil wir da im Partnerprogramm sind. Für euch ändert sich nichts an dem Einkauf, aber ihr unterstützt damit den Kanal. So. Emma. Ja. Oh. So, jetzt sitzen wir hier alle drei in der Reihe. Wie die Hühner auf der Stange. Wollte es gerade sagen. Ja. So, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch schon an mit dem ersten Buch. Und ich war mal wieder bei den Agenous unterwegs und ich habe mich köstlich wieder amüsiert. Ich muss sagen, es gibt da keine Ermüdungserscheinung, allerdings lädt sich die ja auch nicht so hintereinander. Ich fand es hier gerade ganz bezaubernd, dass es mal nicht die super, mega, sexy, super tolle Frau ist. Ja, die eine schon, die andere ist aber, das ist halt der Nebencharakter, der ist auch schon weit über 60 und ein junger, knackiger Vampir verliebt sich in sie. Und vor allen Dingen, ich mag es einfach, diesen Humor, der sich da irgendwo auch ergibt. Ich fand die Idee einfach, die Grundidee total toll. Also das hat mir wieder richtig gut zugesagt. Man hat sich so amüsiert über dieses Buch. Sie hat mir immer wieder erzählt davon. Und kannst dir vorstellen. Und ach, sie hat sich riesig gefreut. Und hat dann erstmal geguckt, bis wann sie jetzt die Reihe lesen kann, also wie weit sie die Bücher jetzt schon da hat, dass sie da bloß
bloß nicht auf dem Trockenen sitzt. Ganz schnell nochmal Nachschlag. Ja, weil es geht ja nicht, dass sie keine Lindsay Sense im Haus hat, wenn es Lindsay Sense Time ist, wenn mal wieder die Nerven so flach liegen, dass man einfach ein bisschen Vampir-Power haben will. Und ja, dafür sind die ideal. Und ich kann euch nur sagen, Ma hatte so richtig ihren Spaß an diesem Teil. Ja. Also nach wie vor kann ich die Reihe total empfehlen. Es passiert nie wirklich etwas, zumindest den Agenos schon mal nicht. Man hat also ein Buch, in dem man sich relativ sicher und glücklich fühlen kann. So, und dann kommen wir zu deinem ersten Buch. Ihr wisst es, ich sortiere die Bücher danach, was mir am besten gefallen hat. Und das war mein Monatshighlight. Es war Das Werben des Lord Mackenzie. Und ich fand dieses Buch einfach süß. Ich habe mich super amüsiert dabei und vor allen Dingen, ich habe mich in den Clan verliebt. Ich weiß, es gibt reichlich Bände. Sie wurden dann irgendwann nicht mehr übersetzt oder vielleicht werden sie noch übersetzt, aber sie sind einfach, sie sind einfach toll. Ich mag den Clan, ich mag diesen Familienzusammenhalt. Das ist jetzt der zweite Teil gewesen. Im ersten geht es halt um den Bruder und das muss ich auch natürlich lesen irgendwann. Dieser Bruder scheint autistisch zu sein und ja, ich hätte nicht erwartet, dass ich solch eine Liebesgeschichte hier geboten bekomme. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier Band 2, nicht Band 1, wo es um den autistischen Bruder von dem Lord Mackenzie hier geht. Es war spannend, es war natürlich sehr, sehr sexy, also es war extrem sexy, dieses Buch, was eigentlich für mich immer bedeutet, wo bleibt die Story, was ist mit der Handlung, aber hier waren einfach die Charaktere so liebenswert, dass ich ja gerne da war und obwohl es so sexy war und die Handlung manchmal nach hinten treten musste für eine Bettszene von den beiden. Aber trotzdem, ich hatte richtig meine Freude und es ist bei mir auf Platz 1 gelandet, weil ich einfach es am liebsten gelesen habe in diesem Monat. Ja, und ich merke das immer sofort, wenn Sina ein Buch am Start hat, mit dem sie sich rundum glücklich fühlt, dann knichert sie so leise vor sich hin und schiebt sie auch nicht andere Sachen vor, die sie lesen möchte. Also bei dem Buch habe ich sie als sehr happy empfunden. Und mir macht das auch gerade sehr, sehr viel Spaß, dass sie dann wieder historische Romane liest, weil wir dann gemeinsam auch manche Sachen halt nochmal schnell googeln. Was war denn das? Was weiß ich? Mir fällt jetzt nichts ein, was wir mal nachgeguckt haben, so auf die Schnelle. Mich auch nicht. Naja, aber auf alle Fälle doch, was eine Schute ist, haben wir, glaube ich, nachgeguckt. Ja, das haben wir nachgeguckt. Genau, das solche Sachen halt. Und das macht mir dann auch richtig Freude. So, und dann kommen wir zum nächsten Buch. Ja, und es ist wieder bissig. Es ist der vierte Teil der Carpathianer. Ja, ich teile mir das alles sehr schön ein. Geht ja nicht, dass ich irgendwann auf dem Trockenen sitze, obwohl hiervon gibt es über 30 Teile. Also, hiervon auch. Und davon, da wird immer noch weiter geschrieben. Also von Lindsay Sense auch. Ich habe mir sagen lassen, dass noch zwei jedes Jahr erscheinen. Also da geht der Stoff so schnell nicht aus. Ja, die sind ein bisschen härter als, die sind härter, sagen wir es einfach so, als die etwas lustiger angelegten Vampire. Ja, ich hatte mit Sina auch eine kleine Diskussion. Ich fand es Sina fand es Ich fand es war halt notwendig. Egal. Naja, Sina meint immer, der freie Wille, der ist immer so ganz freiwillig. Es ist halt, wollen wir nicht um heißen Brei rumreden. Es geht halt darum, dass jemand geprägt wurde auf ein Kind. Das, ihr kennt diese Problematik vielleicht aus Twilight von Jacob Black. Und da war es schon. Und da ist es auch so. Ja gut, also du die eine und ich warte, bis du dann geschlechtsreif bist, um dich zu kapern. Und es ist einfach nur
Na, so war es ja nun nicht. Also, hier ist es ja so, dass bei den Karpatianern ist ja das große Problem, dass die Kindersterblichkeit bei ihnen sehr hoch ist und gerade Frauen halt davon betroffen sind. Es ist halt für sie schwierig, eine Partnerin zu finden. Und es geht hier ja um den Heiler, also den großen Heiler von den Karpatianern. Und der hatte ihre Mutter geheilt, wie sie schwanger war mit ihr. Und ich weiß nicht genau, ob er es jetzt wirklich drauf angelegt hat, aber auf alle Fälle dadurch kam diese Prägung zustande. Dass er das natürlich weiterhin unterstützt hat. Okay, aber... Was wäre die Alternative gewesen? Er wäre Vampir geworden. Ja, er wäre irgendwann zur bösen Seite. Also Karpatianer sind ja ganz nette Wesen. Die trinken auch mal bei Menschen oder trinken bei Menschen. Aber es ist nicht so, dass die Menschen sterben oder dass sie ihnen was Böses tun. Bei Vampiren sieht das anders aus. Die sind also völlig nuts und die sind bösartig. Und wenn ein Karpatianer halt überschnappt, weil er diese Einsamkeit, weil er keine Gefährtin findet über Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht, dann kann es sein, dass sie halt einen Überschnapper kriegen und Vampire werden. So, und das wäre ja nun ganz schlimm, wenn so ein mächtiger Karpatianer zur anderen Seite wechseln würde. Und so würde ihm nur entweder Selbstmord überbleiben, also sich ins Licht stellen. Also oder hört sich sehr viel schöner an, ins Licht gehen. Fühlt sich bestimmt aber nicht schöner an. Und von daher kann ich das jetzt, muss ich jetzt nicht sagen, bei Jacob Black fand ich es auch richtig, fand ich den ganzen letzten Teil, So, ja, jetzt das zum Thema glitzernde Vampire, das ist ja nochmal eine ganz andere Sorte. So, und dann kommen wir zum nächsten Buch. Ein Rezensionsexemplar war dieses schöne Teil, das ich auch lesen musste, wegen dem Cover, sind wir ehrlich. Es ist ein Krimi, der in den 40ern spielt und ich mochte es, dass es auch um Wahrsagerei ging. Und alleine, dass dieser Aspekt mit drin war, war für mich schon die halbe Miete, dass die Charaktere und so weiter da noch gestimmt haben. War noch die Cocktailkirsche obendrauf. Also das ist wirklich ein Buch, das ich euch empfehlen kann. Ja, weil ich habe nur gedacht, eigentlich schade, dass Sina das jetzt liest, so was sie mir immer davon erzählt. Ich weiß. Du hast super gerne gelesen. Das wäre der Krimi auf dem Wagen gewesen. Genau, der ist mir jetzt wirklich durch die Latten gegangen. Also von dem, was Sina eben erzählt hat, und es waren auch ein paar kluge Gedanken dabei, hätte ich den wirklich gerne gelesen. Und der Autor, Stephen Spotswood, von dessen Frau haben wir schon mal ein Hexenbuch gelesen. Die hatte damals so eine Hexenreihe bei Lix Verlag rausgebracht. Töchter des Mondes, kann das sein? Irgendwie jedenfalls eine Hexenreihe. Und also das ist jetzt sein erster Krimi, glaube ich, gewesen. Und ich fand ihn gut. Es ist ein guter Reihenauftakt. Doch wenn es das nächste Mal nicht um Wahrsagerei geht, werde ich wieder zurückkehren zu Pentecost im Parker. Zu Schokopokalypse. Das war ja so ein Buch, auf das ich mich wirklich gefreut habe. Ich fand, das sah mega toll aus. Ich habe gedacht, da gibt es irgendwie noch eine Expedition oder so und das wird ein großes Abenteuer, aber letztlich vielleicht auch gerade das falsche Buch zur falschen Zeit. Es zeigt ja im Grunde genommen eigentlich nur, was passiert, wenn man Menschen etwas wegnimmt, was sie tagtäglich benötigen, benutzen und das gibt es dann auf einmal nicht mehr. Und dann kann man sich vorstellen, dass ganz viele Leute auch durchdrehen und richtig Ärger machen. Und das wird hier also eigentlich recht gut aufgezeigt. Es wird sich zwar noch bemüht um ein bisschen Humor, aber ja, der Humor blieb mir dann meistens im Halse stecken. Also es war einfach nicht das, was ich erwartet habe. Ich hatte ein lustiges Abenteuerbuch um ja, eine Schokopokalypse erwartet. So ein bisschen auch mit Dschungel, ne? So vom Cover her.
Aber was Mami erzählt hat, wir kennen alle diese Bilder noch, als es vorletztes Jahr ums Toilettenpapier ging. Und wie hoch der Horror immer noch ist, dass irgendwie wieder eine Knappheit von irgendetwas aufkommt, was wir tagtäglich brauchen und es dann wieder... ein Hauen und ein Stechen losgeht. Ja, und die Regale wieder so wie leergefegt sind, weil die Leute meinen, sie müssten von irgendetwas so viel bunkern, dass sie noch bis zum Sankt-Nimmerlands-Tag damit auskommen. Ja, ja, also deswegen war das jetzt nicht unbedingt das Buch zur richtigen Zeit. Schade eigentlich. Also eine Freundin hatte es auch gelesen, die haben es irgendwann drangegeben, weil die eben auch eine andere Erwartung hatten und es irgendwann zu ernst wurde halt. So. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Jo. Bronze hat bei mir dieses Heftchen gekriegt, das ich mir im Cora Sondersale gekauft habe. Es war von Terry Brisbane, die Heilerin und der wilde Highlander. Und ja, ich habe mich alleine so in diesem Setting total wohl gefühlt. Ihr habt oben die Highlands, ihr habt eine Burg, ihr habt einen Wasserfall und ein Cottage oberhalb des Wasserfalls, wo die Hexe wohnt, beziehungsweise Heilerin. Und ich mochte es. Ich habe mich da einfach gerne aufgehalten. Ich fand es einfach schön, da durch die Gegend zu streifen, ihr ein bisschen über die Schulter zu gucken, wenn sie gerade wieder irgendwie eine Tinktur anrührt. Nicht, dass der irgendwie auf irgendwas eingegangen wäre. Das ist nicht sehr gut recherchiert. Aber ich hatte einfach alleine an dem Setting so meine Freude, dass es mir in sehr guter Erinnerung bleibt. Und ich habe es sehr gerne gelesen. Ja, Sina hatte auch abends immer zum Lesen sich so ein ASMR, irgendwie schottisches, ja, genau, Highlands oder sowas angemacht, damit das natürlich alles passt. Eine schottische Burg im Regen. Eine schottische Burg im Regen. Oder irgendeine Burg im Regen. Aber ich glaube, es ist eine schottische Burg im Regen gewesen, was ich mir wirklich dazu angemacht habe. Und es war einfach, das Setting, was allein schon es gebracht hat. Das Einzige, was ich doof fand, war, dass es für mich kein richtiges Happy End fürs kranke Kind gibt. Nein, es stirbt nicht. Das ist eigentlich vertraglich abgemacht mit dem Leser, wenn er zu so etwas greift. Aber ein richtiges Happy End, so eine spontane Wunderheilung für alle Zeiten und sie lebten glücklich sie sterben nicht, sie leben für immer glücklich, konserviert in irgendeinem Buch. So habe ich das nicht empfunden, was ein bisschen schade war. Aber ansonsten, alleine das Setting, es hat mir richtig Freude bereitet. Nächstes Buch. Ein kleines Mädchen, ein Gespenstermädchen und das ist grün. Ja, eigentlich geht es um einen Jungen, der nach Berlin zieht und ja, um ein kleines Geistermädchen, das sich mit ihm anfreundet und ich mochte das total gerne. Ich glaube, das kann auch Kindern vielleicht auch mal helfen, wenn die so eine absolute Panik vor Gespenstern und Geistern haben. Es sind nicht alle Geister böse, so würde ich das und mal sagen. Und manche sind grün. Und manche sind grün. Grün, nicht grün. Und es müssen halt eben nicht immer nur Mitschüler sein, mit denen man sich befreundet, sondern es können durchaus, ich will jetzt nicht sagen, andere Wesenheiten sein, aber stellvertretend, es muss halt nicht zwingend jemand sein aus der Klasse oder so. Es könnte jetzt ja auch jemand sein, der älter ist oder was auch immer. Weißt du, welches ähnliche Buch wir dabei echt verpeilt haben? Susanna. Stimmt. Susanna von McCabe, die Reihe. Vielleicht kennt ihr sie noch. Wir haben damals viele Leute damit angesteckt. Das war ja so ein bisschen wie Buffy mit Geistern und spielt in Carmel by the Sea. Das ist eine ja schon märchenhafte Stadt, also mit so märchenhaften Gebäuden. Die gibt es wirklich in Kalifornien. Clint Eastwood war mal Bürgermeister. Und ja, also die können wir euch dazu noch empfehlen. Es ist so eine Künstlerstadt. Also ihr habt wirklich so Häuser wie aus Disneyland oder wie aus Märchenland. Es ist wunderschön. Also wenn ihr das noch nicht kennt, Carmel by the Sea, dann schaut euch das mal bei Google an. Ja, aber wie gesagt,
ich mochte das ganz gerne, vor allen Dingen, weil dieses Mädchen halt auch nicht alles kann und ja, und alles nachher gut ist, wie sich das gehört. Da gibt es noch zwei Bände von und ich fand das wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Natürlich, es ist ein Kinderbuch. Ich habe mir nur gedacht, okay, wie hätte die kleine Ilona reagiert und ja, ich hätte es richtig toll gefunden. Ja, kannst du ruhig lachen. Ja, es gibt sowas. Ich lese ja, ich kann mich mit meinem kindlichen Ich überhaupt nicht mehr identifizieren. Ich weiß nicht, was es mochte. Es wollte unbedingt die Kuschelrock-Bücher haben. Ja, da warst du aber auch schon ein bisschen älter. Nee, da war ich 7. 7? Ja, habe ich auch schon die Bravo gelesen. Ich war immer nur an Liebe interessiert. Es tut mir so leid. Auch bei den ganzen Anime. Rock'n'Roll Kids war so mein Lieblings-Anime. Da konnte nichts gegen an. Und ja, bei mir ging es immer schon nur um Lamour, Lamour, na Lamour. Lamour. Also ich mochte schon immer Fantasy total gerne. Hexen natürlich, die kleine Hexe und die Hexe Schrumpeldei. Und was gab es denn da noch? Okay, bei Jim Knopf waren ja keine Hexen oder so. Da war aber dann Drachen dabei und die Piraten. Und ich glaube, das hat mich auch alles ein bisschen geprägt. Und was hat Mami geschenkt? Hexenbücher. Geisterbücher. Ja, ich hatte dann ja auch noch Trixelinchen, Hexenkind. Und Sina und konnte damit der Klabautermann und Tee, das kleine Gespenst. Und ach, weiß der Kuckuck. Es war bei mir halt immer magisch. Und das bleibt es halt auch. Ja. Das erhalte ich mir auch. Aber das wollte Ma an mich weitergeben. Ja, und ich konnte mit diesen nicht. Büchern überhaupt nichts anfangen. Hätte sie mir da jetzt irgendwie... Ja gut, es gibt das Liebeschnulzen für Kinder. Hätte sie mir sowas in die Hand gedrückt, wäre ich da gewesen. Sowas wie Disney, sie findet ihren Prinzen, deswegen kann ich auch mit Frozen oder so. Mit Frozen kann ich aus vielen Gründen nichts anfangen. Ja, Sina war, glaube ich, ganz verliebt in Robin Hood. Ihr wisst den von Disney. Oh, ja, natürlich. Und dann war mit Marion und, ach ja, Aladdin, Jasmin. Für mich waren es immer nur ein paar Beziehungen, die mich interessiert haben. Ist halt so. Jeder ist da anders. Und jetzt seht ihr es. Ich lebe meinen Spleen jetzt voll und ganz aus. Ich auch. Weil ich nur noch Romanzen mir reinpfeife. Gut. Oder zu einem guten Teil nur noch Romanzen. Ich meine mal, die Tote auf dem Maskenball war ein Krimi, ne? So, und dann kommen... Ein kleiner Ausrutscher hier und ein kleiner Ausrutscher da. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Buch. Je mehr Zeit vergeht, desto besser finde ich irgendwie das Buch. Anfangs hatte ich so, es war so okay, es war so lala, aber jetzt mittlerweile, je das mehr Zeit ja. vergeht, desto besser finde ich es. Es ist eine riskante Affäre von Joanna Byrne. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich will die anderen beiden Teile jetzt auch noch. Einen habe ich, der ist schon auf dem Sub, der erste Teil der Reihe, weil das ist auch wieder ein zweiter Teil der Reihe. Aber ihr könnt sie ja als Standalones, also als Einzeltitel lesen. Und ich habe mich in den einen Typen hier verballert. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mein Herz gekapert. Und dieser Spion hier drin. Und ich will mehr über ihn. Ich finde ihn so toll. Und ja, über ihn will ich mehr erfahren. Und ich hoffe sehr, dass es in Teil 1 um diesen Typen geht. Weil in Teil 3 geht es um einen anderen, der hier drin vorkommt. Und den mag ich zwar auch, aber der hat ja nicht mein Herz erobert. Und ansonsten gibt es keine weiteren Bücher von ihr aus dieser Reihe. Also hat sie gefälligst, den ersten Band über den anderen zu machen. Aber ja, ich hege Hoffnung. Jetzt habe ich aber Schiss, da reinzukommen. Und zu sehen, dass ich keine Geschichte über ihn kriege. Ich weiß noch nicht mal mehr seinen Namen, so das weit ist jetzt echt so für dich gelaufen, ne? Aiden? Hieß er Aiden? Ich weiß es nicht mehr. Den anderen weiß ich. Ich weiß alle Namen, nur seinen Namen habe ich vergessen. Da seht ihr es mal. Kann ja nicht so eine große Liebe sein, ne? So groß ist er dann auch wieder nicht. Aber ich würde gern mehr über ihn lesen, weil ich glaube, dass er Potenzial hat, dass ich mich richtig in ihn verschieße. Also, ja, wäre schön. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Buch. Die
Abenteuer des Stanley Buggles. Grässlich gruselige Geister. Und ich muss sagen, dass ich das richtig gut diesmal fand. Also wesentlich besser als den ersten Teil. Mit dem habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber es wird immer versüßt. Das siehst durch du nicht. Diese. Ich glaube, das Licht ist so eingestellt, du wirst es nicht sehen, die Illustration. Also falls ihr sie sehen könnt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Es sind Strichzeichnungen. Es mir das ist jetzt ja auch nicht so. Das ist auch so eine Sache. Ich bin es halt. Man sieht es nicht. Vielleicht seht ihr es ja doch. Und die meisten ich gucken. Gehe einfach mal die meisten nur gucken uns per Smartphone. Was denkst du? Lupe? Lupe? Mit Lupe, Lupe wärt ihr besser dran. Okay, gut. Also, das sind diese Skriptolzeichnungen. Die kenne ich halt aus dem Räuberhotzenplotz und von der kleinen Hexe und so. Und ich glaube, darum mag ich die auch so gerne. Auf alle Fälle ist es halt so, dass das richtig schön gruselig spannend ist. Hat mir gut gefallen. Ich finde die Farben hier hinten so drauf. Ja, ich auch. Finde so ich schön. Mega schön. Aber das sieht man auch nicht sehen. Doch, das könnte man sehen, weil es ja auch farbig ist. Man sieht vielleicht nicht, dass das ein Gebäude darstellt und ist das ein Krebs, der da, wenn du so möchtest, ja, in so einer Schneekugel gefangen ist? Ja, könnte gut sein. Ja, okay. Gut, so. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Piraten schätzt, dies hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich muss natürlich die anderen Bücher jetzt auch noch haben. Alles von Chris Moore. Ärger mich jetzt schon wieder so, dass ich sie mir nicht gleich mitbestellt habe. Aber da hatte ich ja wieder mal gerade zeitweise ein paar andere Tauben auf dem Dach. Aber nächstes Mal, spätestens Ostern, gibt es ein dickes Osterei. Joho, joho, Mama braucht sie alle. Ja. So, und jetzt kommen wir zu deinem Buch. Dieses Buch habe ich immer wieder zu Mar gesagt, lies es. Es ist viel eher das für dich. Du solltest es lesen. Es hört sich so sehr danach an, als wenn du es lieben könntest. Und jetzt im Nachhinein wäre es auch tatsächlich Mars Buch gewesen. Und Mar hat sogar zu mir gesagt, stell's mal ein bisschen extra, vielleicht lese ich es noch, weil es hört sich wirklich so interessant und gut und so weiter an. Und ich weiß, dass es das für sie gewesen wäre. Ihr habt einen Jahrmarkt, ihr habt Dämonen, ihr habt, die aber alte Götter sind und das in einem Buch vereint. Und so sehr liebesgeschichtlich war das jetzt auch wieder nicht. Nicht, dass Mar nicht ihre Vampire da hat, ihre Vampirchen, ihre Fangzähnchen, die sich ineinander verhaken und das auch schätzen würde, aber nein, ja gut. Also von allen guten Geistern geküsst. Ich war ja von Jennifer Crusy und Bob Mayer, war ich ja total begeistert von Heiß Liebe zum Dessert. Und ja, dieses Buch war jetzt wieder ein bisschen hinten in der Danksagung wird auch Buffy gedankt oder beziehungsweise Joss Whedon für Buffy. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen inspiriert davon gewesen. Also ja, es ist eher eine Buffy-Geschichte und das Cover ist echt schlecht gewählt. Wenn ihr euch das im Englischen anguckt, habt ihr dunkelblauer Himmel, ein Rabe und ihr habt eine Achterbahn und das passt. Also ja, ihr habt auch das Wahrsage-Element hier mit drin. Also es ist ziemlich alles drin. Ihr habt einen Angriff von einer Kuscheltierarmee. Es ist, ja, es ist halt keine Liebesgeschichte und sie passt so gar nicht zu dem Cover. Ja. Ja. Yeah. Aber wenn ich nun mal nicht will, dann will ich eben nicht. Und das schön war, doof gewesen. Ja, schön doof, genau wie bei dem Krimi, der hätte mir auch gut gestanden. Aber Sina hatte trotzdem ihren Spaß und ich profitiere davon dann ja auch immer. Naja, es war jetzt für mich war es ein Drei-Sterne-Buch, weil es einfach keine Romanze war. Also es war jetzt keine richtige Romanze, als dieses verkauft wurde und einen Handlungsstrang hätten sie für mich echt mal ganz streichen können. Nörgel, nörgel, mecker, mecker. Es hat mich einfach nicht so begeistert. Ich hatte sehr gehofft, dass es mich mehr an ein Heiße Liebe zum Dessert, was übrigens ein Krimi ist, den ich auch abgebrochen habe. Ich habe in dieses Buch geguckt, vorne sind so zwei Marzipanherzen oder irgendwie sowas drauf. Und dann habe ich reingelesen und habe gedacht, was soll das denn? Da schlägt sie dem einen gleich mit einer Pfanne. Nein, sie erschlägt ihn ja nicht. Er taumelt dann ja gegen eine Wand und dahinter ist ein Hohlraum und dann stürzt er da in ein Versteck, was ein Mafia-Boss da damals gemacht hat und ist auf der Stelle hin. Also nicht die Pfanne hat ihn getötet, sondern der Sturz. Schön, dass du das jetzt nochmal so richtig gestellt hast, aber ich habe mir echt gedacht, was soll das denn? Es ist schon sehr völlig speziell. Im falschen Film. Und mit dem Cover, ja. Hatte ich auf das hier dann überhaupt gar keinen Bock.
Ja. So. Ja. So, okay, gut. Dann nächstes Buch. Und ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster raus und sage, dass dieses Buch eventuell schon für mich den Vogel dieses Jahres abgeschossen hat. Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Ich muss sagen, ich liebe dieses Buch. Ich werde es garantiert auch nochmal lesen. Ich würde es auch Sina sehr empfehlen, aber da ist ja keine Liebe drin. Also hat das keinen Sinn. Das stimmt nicht. Es ist Liebe drin. Ja, aber... Es ist kein Hauptstrang. Ja, ja. Aber ich finde es wirklich richtig, richtig toll. Die Charaktere konnten mein Herz wirklich erobern. Ich habe... Es ist einfach fantastisch. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es euch wirklich nur an euer Leserherz legen und gebt ihm eine Chance, wenn ihr so etwas mögt. Ja, ein bisschen skurril, ein bisschen. Es geht eben hauptsächlich auch um Außenseiter und ich liebe Außenseiter. Und von daher war das jetzt genau das Richtige für mich. Und es sind so magische Außenseiter. Ja, und so grandiose Einfälle. Und ich finde es einfach absolut bezaubernd und wunderbar. Ja, und man kam an, ich hatte es ihr aus der Online ausgeliehen. Und dann kam sie an und hat gesagt, Sina, ich glaube, ich bestell's mir. Ja. Ich will's haben. Ich habe die ersten Seiten gelesen und ich möchte es besitzen. Man sieht es ziemlich deutlich, wann ich es haben wollte. Da fängt nämlich hier die Kleisterei an. Und ja, es gibt Bücher, die muss man einfach haben. Und die muss man ganz schnell und ganz dringend haben, weil es hätte mich auch gestört. Da sind so viele schlaue Sachen drin, wie ihr sehen konntet gerade vielleicht. Und dann möchte ich nicht das abgeben, das Online-Buch. Und dann sind meine ganzen schönen Marker dahin für alle Ewigkeit. Und da musste ich es jetzt haben. Ja. Ich weiß, viele von euch trauen sich nicht an das Buch ran oder haben es schon da rumstehen und gehen jetzt nicht dran, weil ja so ein mega Hype war. Und wir hatten eigentlich jetzt auch nicht unbedingt die Erwartung, dass es mal total gut gefallen würde. Ja. Ich bin ja eher mit dem Gefühl rangegangen. Ich weiß es ja auch von ganz vielen von euch, dass ihr sagt, ich habe es mir geholt, es liegt auf dem Sub, dann war da so diesen Halbtraum, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Hätte ich es jetzt nicht wirklich gleich an dem Morgen, wo es in der Online greifbar war, hätte ich es dann nicht sofort weggeschnappt und hätte dann zu Mar gesagt, lies es jetzt auch. Ich bin so froh, dass ich das gleich morgens um 7 Uhr dir geschnappt habe, bevor da jetzt eine ellenlange Warteliste ist. Das ist jetzt deine Chance, das Buch zu lesen, wäre sie da, glaube ich, nicht beigegangen. Genau. So, aber jetzt habe ich es gelesen. Es ist mein Besitz. Mein Leserherz ist glücklich. Und wie gesagt, probiert es einfach aus. Ihr habt es ja gerade gesehen, es ist India Black, Mord im Lotushaus. Und ja, diese Geschichte, ich habe gedacht, es wäre mir Liebe drin. Ist es aber nicht. Es geht zwar um ein Ermittler-Duo, aber wirklich Liebe. Und das Ende sagt mir auch, dass es eher weitergehen würde. Ich weiß, dass es eine Reihe ist, die nicht zu Ende übersetzt wurde. Ich weiß gar nicht, ob Teil 2 noch erschienen ist. Aber ja, das ist der erste Fall. Und ich muss sagen, dass ich jetzt mit Abstand es ein bisschen besser finde, als ich es damals gefunden habe, während ich es gelesen habe. Ich war nicht unbedingt unglücklich, es zu lesen. Ich war aber auch zufrieden, es abzuschließen und wegstellen zu können. Und ich würde jetzt an Teil 2 nicht rangehen. Also das hat sich für mich als absoluter Einzelteil gelohnt. Und ich glaube auch nach dem Epilog, es war auch so, es sollte ein Einzelband sein. Ich denke, die Autorin ist nicht davon ausgegangen, dass es eine Reihe wird, die weitergeführt wird, weil sonst hätte sie nicht diesen Epilog geschrieben, der eigentlich einen Haken hinter die Sache macht. Und ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, es ist ein Krimi, es ist ein viktorianischer Krimi. Er spielt eher in der Gosse als in... naja, so kann ich das auch nicht sagen.
Es geht halt auch um den Krieg mit Russland. Ja, es ist halt vielleicht, ich habe es noch vor dem ganzen Dilemma gelesen, also ja, es geht um Papiere, Staatspapiere, die besser nicht in die Hände des Feindes fallen. Ja, sowas in der Richtung. So, nächstes Thema. So, ihr habt das Buch ja gerade gesehen oder ihr seht es vielleicht noch. Es geht um Einstein. Ich weiß gar nicht genau, wie der Titel ist. Eine Maus. Ihr habt es gesehen. So, ja, das hatte ich mir ja ausgeliehen aus der Stadtbücherei. Ich wollte ja eigentlich gar kein Buch nehmen. Und dann kam Sina tückischerweise mit diesem Buch um die Ecke. Na. Ich habe gesagt, ja, natürlich, das nehmen wir mit. Sicher hübscher. Ja, und ich muss sagen, was bist du denn für eine Schönheit? Alleine von den Illustrationen lohnt es sich absolut. Es ist ganz, ganz toll gemacht. Ich mochte einfach auch dieses Zusammenspiel dann zwischen Einstein und der Maus. Und ja, diese Maus ist einfach mega süß. Es gibt ja von dem Schriftsteller, Illustrator auch noch andere Bücher. Ich weiß nicht, Lindberg ist dabei. Edison und noch jemand. Armstrong? Ja. Armstrong, glaube ich. Also die sind wirklich richtig schön. Die habe ich zwar noch nicht gesehen, aber... werden schön sein. Alles, was ich in dem Buch gesehen habe, muss das auch fantastisch sein. Ihr habt dann hinten auch nochmal für alle, die sich jetzt wirklich ein bisschen näher damit beschäftigen möchten oder vielleicht überhaupt einen Ansatz finden wollen, diese ganze Relativitätstheorie und was mit Zeit und so weiter zu tun hat, sich da ein bisschen reinzufuchsen, gibt es im Anhang dann eben auch noch Informationen. Fand ich richtig großartig gemacht. Also ich kann euch jetzt die Bilder ja leider nicht zeigen, aber sie sind großartig. Ja. So, und dann würde ich sagen, Sina, bist du wieder dran. Nächstes Buch. So. Kitschiger Barbara Cartland. Ich habe mal wieder in Cartland gelesen, die Braut des Rebellen dieses Mal. Und ja, es hätte mehr Seiten gebraucht. Eigentlich fand ich die Grundstory ganz gut. Ihr habt halt so ein Mädchen, das in ein Land kommt, in dem es Aufstände gibt und dann ihre Cousine soll Königin werden und dann kommt sie halt in diese ganzen Wirren des Konflikts rein und dann wird das Schloss, in dem sie ist, gestürmt und sitzt da als einzige Ausländerin noch rum und der Anführer dieses Aufstandes ist sehr nett zu dir. Und ich hätte wirklich, 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 wirklich gerne mehr Seiten gehabt und vielleicht etwas weniger Kitsch. Aber okay, ich greife hier zu Barbara Cartland genau aus diesen Gründen. Es ist kurzweilig, es sind nicht viele Seiten, es ist kitschig, so überzogen kitschig, dass ich ja wie immer es als Satire eher lese auf das Genre und es ist komplett nicht mehr zeitgerecht, ne? Also so komplett. Und dadurch kriegt es wiederum Charme. Und ja, es war jetzt wirklich nicht so der Mega-Burner, aber ich habe es ganz gerne, es war ein Abend und ich habe es ganz gerne gelesen. Ja, und jeder Barbara Cartland, der ihren Weg kreuzt, den wird sie sich griffeln. Natürlich. Lasst euch da jetzt nichts vormachen. Natürlich. Ich werde irgendwann eine riesige Barbara Cartland-Sammlung haben, obwohl das schwierig wird. Ich habe ja von ihr diesen Roman mit den rosa Seiten, das war Band 500. Du hast ja noch ein paar Jahre. Ja, da kann ich aufbauen, ne? Yeah. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Buch. Und ich habe jetzt hier von Silvia Frank, Gala und Dali die Unzertrennlichen. Und Salvador Dali hat mich schon immer irgendwie interessiert. Ich mochte seine Bilder. Okay, sie sind vielleicht nicht immer sehr schön von den Motiven her, aber es sind Megafarben. Also ich habe den ersten Dali gesehen, irgendwann in meinem
jungen Leben noch und ich habe gedacht, boah, das ist es, das sind die Farben, das ist, irgendwie spricht dich das total an. Ja, Gala war ja mit jemand anderem verheiratet und ist dann ja zu Dali halt gegangen und die beiden waren ja wirklich wie Zwillinge, ich weiß nicht, sie haben in einer absoluten Symbiose zusammengelebt und ich habe einfach nur gedacht, es ist eigentlich auch super sinnvoll, weil der eine ist halt der praktische und der andere ist halt der künstlerische. Dali konnte super malen, aber er hatte ein Riesenproblem mit Geld. Er hat das, glaube ich, auch ein bisschen wie Dämonen gesehen. Er war eben nicht fähig, solche Sachen zu machen, einzukaufen oder solche Sachen. Aber da war sie eben diejenige, die das gemacht hat. Und so haben sie sich gegenseitig im Grunde genommen, sie brauchten sich halt. Und nicht umsonst heißt es hier die Unzertrennlichen. Ob sie wirklich so unzertrennlich waren, das Buch geht ja nicht, wer weiß wie weit. Es gibt ja sehr viele Geschichten über die beiden, die oftmals auch nicht ganz so sonnenscheinmäßig gewesen sind. Er war ja auch ein sehr, sehr komplizierter Charakter. Ich glaube, er war sowas. Ja, und er war wirklich absolut verkorkst. Das muss man schon so sagen. Aber ich meine mal, wenn man Eltern hat, deren Kind stirbt, der Sohn stirbt und daraufhin sofort wieder eins angesetzt wird, ich sage es jetzt bewusst so, und das bekommt den gleichen Namen. Und dieses Kind muss immer auf den Friedhof und das andere Kind war das ideale Kind und er ist eigentlich nur die Zweitbesetzung. Ja, die Zweitbesetzung, wenn nicht gar die Drittbesetzung, eine Fehlbesetzung im Grunde genommen. Natürlich macht das was mit einem Menschen. Ja, und von daher, ich weiß noch. Ich finde es sehr interessant. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Es ging schwupp. War es durch, ja. Ma hatte damals was über Gala und Dali gelesen und sie hat gesagt, dass sie Gala überhaupt nicht mag. Also sie war so angefressen nach dieser Biografie, die sie da gelesen hatte. Sie hat nur gesagt, über Gala lese ich nichts mehr. Ein paar Jahre später. Und das Gedächtnis hat wieder nachgelassen. Gala und Dali und ich weiß, dass viel Kritik da auch hingehend ist, dass das keine richtige Liebesgeschichte ist. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Gala und Dali, ihr wollt eine richtige Liebesgeschichte haben, lest diese Biografie von den beiden. Es war eine Symbiose, es war eine Gemeinschaft, die sich gebildet hat, um erfolgreich zu sein. Naja, es wird hier ja so dargestellt, er hat sie gesehen, er hat vorher schon immer Träume von ihr gehabt. Visionen vielleicht. Ja, und bei ihm war es... Ach, das ist so schwer zu sagen. Ich meine mal, wer will beurteilen, was ist Liebe? Für den einen ist es das, für den anderen ist es jenes. Und ich meine, sie war eben auch keine mütterliche Person. Sie wollte einen Künstler haben, den sie umhätscheln, fördern. Ich denke mal, das ist es. Ich glaube, sie hatte selber wahrscheinlich keine Kreativität. Und sie wollte jemanden haben, den sie halt richtig groß machen konnte. Und das war eben ihre Fähigkeit, dass sie keine gute Mutter war, dass sie ihr Kind ja im Grunde genommen es ja gleich zu der Schwiegermutter abgegeben hat, damit die sich drum kümmert. Ach Mann, ich wünschte dieser Frau so sehr, dass das ein Megakünstler geworden wäre, das Kind. Und sie hätte den Zug verpasst. Na gut, sie hatten ja nicht verpasst, sie hätte ja Dali gekriegt. Ja, aber auf alle Fälle, ihr erster Mann war ja auch eigentlich nur für sie interessant, weil er so ein Poet war. Und dann war er eben kein Poet mehr. Und dann kam Dali. So muss man es halt sehen. Egal wie auch immer, ich habe es total gerne gelesen. Man bekommt ja auch ein bisschen so eine Einführung in die Symboliken von Dalis Bildern. Und das fand ich schon recht interessant. So, nächstes Buch.
Ja, ich kann nur sagen, goodbye, goodbye, meine Gehirnzellen. Ich erinnere mich kaum noch an das Buch. Ich habe das Hörbuch bei Spotify gehört und ich habe es gleich wieder vor mir geschoben. Ich weiß zwar noch, worum es geht. Ich weiß auch noch die Handlung. Das kriege ich alles noch auf den Schirm. Aber was mich jetzt so sehr daran gestört hat, dass es auf den letzten Platz gekommen ist, das ist weg. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit beim Hörbuch geschimpft habe, dass ich sie nicht mochte am Schluss und am Schluss, dieses Happy End, da habe ich Gift und Galle gespuckt, das weiß ich auch, dass ich habe ziemlich oft auch mal auf Skip gedrückt und bin weitergesprungen, weil ich keine Lust hatte auf die Bettszenen von den beiden zum Beispiel und ich hatte auch keine Lust beim Happy End, das habe ich so notgedrungen dann gehört und die beiden haben mir überhaupt nicht gefallen und überhaupt die ganze Atmosphäre, es war nicht meins, also es war einfach schlicht vorne und bis hinten nicht meins. Ich weiß, viele Leute mögen es, ich mochte es nicht. Nein, sie war schön am Meckern und das, was ich davon gehört habe, fand ich eigentlich auch nur mäßig gut, gelinde ausgedrückt. Also, ja. Ich habe ja nicht wirklich groß reingehört, aber die Dialoge, die ich halt mal mitgekriegt habe, habe ich gedacht, nö. Gut. So, und dann bin ich durch. Bleib hier aber noch sitzen. Es kommen noch zwei Bücher von Mann. Ja. Oliver schlägt Rory Shy die Dritte und diesmal geht es um einen 25 Jahre alten Fall. Das fand ich richtig, richtig gut, weil Rory Shy ja gewisse Fähigkeiten hat. Ein Cold Case. Ja, aber er hat ja Fähigkeiten und die haben ihm dabei eigentlich nicht so sehr nützen können. Und das war auch mal ganz reizvoll. Ich mochte das absolut. Es gibt ja auch immer Anleihen zur Popkultur. Wer war denn eigentlich Elton John oder so, solche Sachen? Oder was ist das für ein Ding, diese Kassette? Ja, mir hat es wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand die Wendungen auch sehr schön. Das ist dann ein Generationskonflikt. Wieso? Ja, wenn jemand nicht mehr weiß, was eine Kassette ist. Na, es ist kein Konflikt. Nein, kein Konflikt, aber es ist ein Generationsproblem. Man weiß halt nicht mehr, was die andere Generation noch so in der Kindheit gehört hat. Also, ein Problem. Also bei mir gab es noch Kassetten. Ja. Wir hatten jetzt ja erstmal das Gespräch, dass von Computerspielen. Ich weiß gar nicht warum. Computerspiele waren das Thema. Ja. So, und dann waren halt erstmal die Disketten, die großen Disketten da. Die 5,5 Zoll waren das, glaube ich. Dann die kleinen Disketten. Dann kamen die CDs auf. Dann kam die DVD, dann die Blu-ray. Dann gab es noch mal irgendwann USB. Dann gab es nur noch den Download. Und ja, wie sich das alles so entwickelt hat und es war schön, mal wieder so an diese riesen Disketten zu denken. Und dann, die habe ich schon so weit verdrängt und dann, ach ja, und genau. Ich habe tatsächlich bei der Nachbarin noch so einen alten PC-Tower gesehen. So ein Ding, so hoch, mit 5,5 Zoll und mit 3 Zoll Laufwerken drin. Ja, da werden dann Erinnerungen gemacht. Das waren ja früher richtige Möbelstücke, die man noch mit sich rumschleppen musste. Allein so ein Monitor, der war dann ja so von der Seite, hatte der ja so eine Breite. Ja, das waren, aber wie gesagt, ich fand es schön. Es war auch wieder sehr humorvoll. Ihr habt ja halt Mathilda, die sehr viel plappert, aber diesmal wird sie auch schüchtern. Ja, fand ich auch süß. So, gut, aber ihr habt ja zu Rory Shy, habt ihr ja auch schon eine Besprechung, das habe ich euch unten verlinkt. So, und dann kann ich eigentlich gleich das nächste machen, oder? Nee, muss nur einblenden. Oh ja, stimmt. Ja, und die Diva hatte ich mir aus der Stadtbücherei mitgebracht. Das Buch handelt von Maria Callas und ihrer Beziehung zu Aristoteles Onassis. Ja, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, und das mag ich
nur ganz, ganz selten in Büchern, also eigentlich nie, sind Zeitsprünge. Das heißt, wenn man sich gerade in einer Zeit eingelesen hat und gerade richtig in der Handlung ist, springt man wieder 20 Jahre vor oder zurück. Und das fand ich also nicht so ganz, ich weiß gar nicht, ob es 20 Jahre waren oder 10, ist ja auch egal. Aber mich holt das eben immer wieder aus der Geschichte raus. Ich muss sagen, dass ich mein Herz wieder für Romanbiografien absolut entdeckt habe, weil es mir halt ein gutes Zeitverständnis auf der einen Seite gibt und ich erfahre eben viel über die Leute. Es gibt mir immer sehr viel zum Nachdenken, auch über die Beziehungen, wie die zustande gekommen sind. Ja, vielleicht möchte ich da noch mehr erfahren irgendwie für mich, fürs Leben, um es besser zu verstehen, keine Ahnung. Es macht mich jedenfalls an. Bei Maria Callas fand ich es einfach auch sehr eindrucksvoll. Ich habe mich mit der Frau nie beschäftigt vorher. Ich bin kein Opernfreund. Also klassische Musik und Oper, wir werden wahrscheinlich nie Freunde werden. Und ich habe sie gehört und ich habe nur gedacht, Sina hat ein Buch, das heißt Maria Callas, meine Stimme verstörte die Leute, glaube ich. Ich habe es nicht nur, ich habe es auch gelesen. Ja, und da habe ich nur gedacht, perfekt, der Titel ist super, richtig gut trifft es. Also voll die 12. Ma verstört. Ja, mich hat es verstört. Also ich bin nicht der Typ, der dieses... ja, es hört sich noch schlimmer an als bei der Callas, aber... Ihr wisst, was ich meine. Naja, es hört sich dann irgendwie dann auch... Ja, Ma hat keinen Zugang zur Oper. Nein, habe ich nicht. Operette, ja, da habe ich immer gerne geguckt. Ich bin auch gerne in Musicals gegangen, aber... Habe ich auch keinen Zugang. Muss ich auch nicht. Genauso wie zu Theater habe ich keinen Zugang. Doch, gehe ich auch aber ganz Oper. Gerne. Aber Oper habe ich wiederum Zugang zu. Ja, ich nicht. Aber egal, Maria Callas auf alle Fälle eine sehr interessante Frau, eine... die mir aber auch irgendwie absolut leid getan hat, spätestens in dem Moment, wo Jackie Kennedy um die Ecke kam. Ja, ich bin ja eher so Typ Jackie Kennedy. Mal kann mit Jackie nichts anfangen. Nee. Jetzt muss sie das Buch Die Mutige lesen. Dann werden wir mal gucken, ob es nicht aus Jackies Sicht wiederum die so erzählt, nicht wiederum ganz anderes Licht wirft. Ne? Es heißt ja auch immer, man muss erst mal eine ganze Weile in den Pumps einer anderen gegangen sein, um sie zu verstehen. Und das mag ich eben auch daran. Ich meine, Maria Callas, wirklich eine super, hyper erfolgreiche Frau und hat natürlich auch einen hohen Preis dafür gezahlt, das darf man nie vergessen. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant und ich mag den Schreibstil auch. Ich mag nur diese Zeitsprünge nicht, die stören mich ganz immens, aber das hatte ich ja schon mal. Trotzdem werde ich die Autorin wahrscheinlich wieder lesen, weil sie mir gerade den Stoff schreibt, den ich gerne lesen möchte. So, und ich glaube... Das war's, das war's von uns. Dann, ne? Mehr haben wir nicht zu bieten diesmal. Drückt die Daumen, dass es nächstes Mal mehr wird. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Wir wünschen euch wirklich einen wunderschönen März mit tollen Büchern am Start. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis dann.